Und dann ist hier leider was geschwärzt, was leider nicht dabei war. Ich kann sogar erkennen, was da geschwärzt ist. Aber das, ja, sage ich jetzt nicht. Das finde ich nämlich gerade schade. Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Unpacking, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt. Ich habe nämlich heute Post bekommen und ich wollte es direkt auspacken. Ich bin nämlich sehr neugierig, was drin ist. Und zwar ist wieder einmal die Chest of Hearts Box bei mir angekommen. Da habe ich euch ja letztens schon mal was zu erzählt. Das ist ja die kleine Schwester der Chest of Fandoms. In der Chest of Fandoms geht es hauptsächlich um Fantasy-Bücher und die Fandoms drumherum, beziehungsweise um die Protagonisten. Da gibt es ein paar Accessoires dazu. Und bei der Chest of Hearts geht es ja um Romance und New Adult. Da sind dann auch immer noch schöne Goodies dabei. Und ich verlinke euch mal das Video vom letzten Unpacking in der Infobox und könnt ihr da nochmal reingucken. Das war nämlich dann die Mai-Box und das ist jetzt die Juni-Box. Ja, und ich bin sehr gespannt. Ich ahne, welches Buch drin ist. Und ich denke auch, ich werde es dann doppelt haben. Das ist aber gut für euch. Denn dann habt ihr wieder die Möglichkeit, in meinem Feed bei Instagram das Exemplar zu gewinnen. Ich denke, das Gewinnspiel wird spätestens Freitag, den 12.06. online gehen. Also behaltet mein Feed auf Instagram im Auge. Und ich wünsche euch schon mal viel Glück. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Auspacken an. Ich kann es nämlich gar nicht abwarten. So, ich habe das hier schon einmal weggerissen, ne, weil das ist immer einfacher. Und dann öffnen wir das Ganze. Es sieht wieder richtig gut aus, wie beim letzten Mal auch schon. Dieses dunkelrote Seidenpapier. Und dann ist oben auch wieder das Motto der Box. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesagt. Diesmal ist es die Browns. Und hinten findet ihr dann immer Informationen, wie ihr an einen 10-Euro-Gutschein kommen könnt in Form eines Gewinnspiels. Also immer schön drauf gucken und wenn ihr was gewinnen wollt, beachten. Dann ist hier natürlich noch die Spoiler-Card. Ja, da gehe ich jetzt aber auch nicht weiter drauf ein. Ich will auch gar nicht drauf gucken. Ich will mich nämlich nicht spoilern lassen. So. Und dann versuche ich mal den Aufkleber hier zu öffnen. Ohne alles zu zerstören. Und ohne zu viel zu sehen. Und wir fangen einfach mal mit den ersten Teilen an. Und zwar grinst mich als erstes wieder was zum Naschen an. Das finde ich aber total süß, dass immer irgendwie was zu futtern dabei ist. Oder letztes Mal war ein Tee dabei. Das ist nämlich fruchtiger Knusperpuffreis mit Mais von Frigeo. Also das ist auf jeden Fall etwas, was mich voll an meine Jugend oder Kindheit erinnert. Finde ich sehr witzig, dass das mal dabei ist. Dann ein sehr cooles Item, vor allen Dingen zur Zeit. Und zwar ist eine Mund-Nasen-Maske drin. Ich setze die mal auf. Oh, die sitzt richtig angenehm. Also das ist wirklich was, was ich cool finde. Seht ihr das? Also die sitzt richtig schön. Das ist ein dünner Stoff. Also ich fühle mich jetzt nicht beengt. Das ist wirklich, wirklich toll. Und hier steht drauf: Lesen und lesen lassen. Und es ist einfach auch ein super hübsches Design. Ich denke mal von der gleichen Designerin, die auch die Boxen designt. Also es ist echt wirklich hübsch. Und die Farbe mag ich auch sehr gerne. Richtig toll. Das finde ich sehr cool. Vor allem auch sehr aktuell gehalten. Das muss man ja einfach mal dazu sagen. Dann ist hier ein Tütchen. Sehr süß verpackt. Ich guck mal, dass ich es nicht komplett kaputt reiße, weil ich das immer total liebevoll finde. Und es doof ist, wenn man es einfach so wegreißt. Sage's Handmade Jewelry. Ich habe keine Angst. Die Angst ist nicht real. Es ist eine Kette. Finde ich sehr, sehr hübsch. Mit einem Blütenmotiv. Da steht auch der Spruch nochmal drauf. Ich versuche euch das mal. Ich weiß nicht, ob er fokussiert. Zu zeigen. Also es ist echt sehr dezent und sehr, sehr hübsch. Ein ganz, ganz dünnes Kettchen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich werde es nochmal abfotografieren und euch das mal hier irgendwo einblenden, damit ihr das genauer sehen könnt.
Also das ist wirklich, wirklich schön. Finde ich toll, dass auch mal sowas dabei ist. Also das ist mal was anderes. Dann ist hier eine Postkarte. Ich gehe davon aus, sie ist Jane Austen inspiriert, weil die Bücher alle Titel haben, die irgendwie auf Jane Austen zurückzuführen sind. Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil, Emma, die kenne ich jetzt auf jeden Fall. No, Danger Abbey. Auf jeden Fall denke ich, es ist auf jeden Fall Jane Austen inspiriert. Finde ich aber auch sehr, sehr hübsch. Und dann ist hier noch ein Stoffbeutel dabei. Da ist das gleiche Motiv drauf wie auf der Postkarte. Und von diesen Stoffbeuteln kann man ja irgendwie nie genug haben, weil ich kenne das selber. Ich habe die immer alle schön zu Hause liegen, anstatt mir mal einen im Auto liegen zu lassen. Und ja, vielleicht schaffe ich es dann mal. Und es ist auch sehr, sehr hübsch, sehr feminin. Ich finde es sehr, sehr schön. Und ja, hier grinst mich nämlich jetzt schon das Buch an. Es ist auf jeden Fall Truly von Ava Reed. Und da habe ich mitgerechnet, nachdem ich den Klappentext gelesen habe. Hier ist auch die gleiche Charakterkarte zu Andy drin. Also so würdet ihr das von mir auf jeden Fall bekommen. Vielleicht lege ich dann noch das ein oder andere Goodie mit rein. Wie gesagt, schaut bei Instagram in meinen Feed. Ich werde da jetzt ein Gewinnspiel starten. Und ja, also dann ist jemand von euch der Glückliche oder die Glückliche und wird auch Truly erhalten. Hier ist noch eine Charakterkarte drin zu Cooper, also Lane. Und Spitzname Cooper. Ich meine nämlich, er wird in dem Buch Cooper genannt. Und da ist sogar ein Autogramm von Ava dabei. Das, ja, sehr schön. Finde ich toll. Dann hat man da auch gleich ein Bild zu. Sehr, sehr cool. Ja, also ich fand die Box sehr schön, muss ich sagen. Tolle Sachen dabei, wirklich. Gefällt mir gut. Ich fand es zwar schade, dass keine Kerze dabei ist. Ich hatte irgendwie gehofft, es wäre eine passende Kerze zu Truly dabei, aber okay, es ist nicht schlimm. Es sind trotzdem ganz, ganz tolle Goodies und ich bin absolut von der Maske begeistert, weil es ist wirklich gerade sowas von aktuell und das kann man gerade so gut gebrauchen und die Verarbeitung ist super. Ich finde es wirklich toll. Also, das ist auf jeden Fall ein Pro. Ja, finde ich richtig klasse. Jetzt schaue ich nochmal auf die Spoiler-Karte. Aber ich glaube, ich habe eigentlich alles erraten. Jane Austens Werke, Postkarte und Jutebeutel, designt bei Lea Melcher. Die Kette ist mit einem Zitat aus Berühre mich nicht von Laura Kneidel, also ein Zitat von Sage. Ich habe keine Angst, die Angst ist nicht real. Wer das Buch gelesen hat, es fiel mir auch gleich ein. Dann ist hier leider was geschwärzt, was leider nicht dabei war. Ich kann sogar erkennen, was da geschwärzt ist. Aber das, ja, sage ich jetzt nicht. Das finde ich nämlich gerade schade. Dann sind hier Charakterkarten von Andy und Cooper. Die habe ich euch gezeigt. Und das Buch Truly von Ava Reed aus dem Lux Verlag. Ja, also wie gesagt, ich fand die Box wieder richtig schön. Tolle Sachen dabei. Hat sich wieder gelohnt. Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass da keine Kerze drin war. Aber gut, dafür waren andere tolle Sachen dabei, wie zum Beispiel die Kette und der Mundschutz. Und ja, auf jeden Fall sehr cool. So, sehr, sehr coole Box. Ja, ich möchte das Ganze jetzt nicht normal drehen, weil da muss ich wieder alles einpacken. Und deswegen werdet ihr ein paar Verhaspler diesmal in diesem Video haben. Ja, das war das Unpacking der Chest of Hearts Box. Ich erinnere nochmal, schaut bei Instagram rein. Ich werde die Ausgabe von Truly verlosen, weil was soll ich das Buch doppelt haben? Und dann kann ich lieber jemanden von euch glücklich machen. Und ja, würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich, wenn ihr diesem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn es hier was Neues gibt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hier schaut. Und sage bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye!